Ein paar Tage früher als üblich öffnen die Wasserspiele in Hellbrunn ihre Pforten. Bei feuchtem Wetter wurden die vollendeten Instandhaltungsarbeiten der Winterpause präsentiert. Heuer war besonders viel, beziehungsweise letztes Jahr, aber es bedarf eine solche Anlage einer ständigen Wartung der Skulpturen, der Brunnenbecken, der Steinrestaurierung, der Steinkonservierung bis hin zu Tapeten, Gemälden. Erfolgreich restauriert wurde das chinesische Zimmer und die sogenannte Ruinengrotte. Den Besuchern des Gemäuers sollte der Eindruck eines Erdbebens vermittelt werden. Vor 4 Jahren fiel tatsächlich ein kopfgroßes Stück von der Decke. Ein Glück eben, dass nichts passiert ist. Wir haben diesen Bereich sperren lassen. Wir haben eine Notsicherung durch einen Restaurator veranlasst und sind in ein Thema reingekommen, was nicht alltäglich ist. Wie restauriert man eine Ruinengrotte? Das ist ein einmaliger Fall. Ebenfalls einmalig ist das mechanische Theater, das durch ein Hagelwetter im August beschädigt wurde. Hier stehen weitere Instandhaltungsarbeiten noch bevor. Insgesamt 1,3 Millionen Euro wurden in den letzten 10 Jahren für die Instandhaltung der Wasserspiele in Hellbrunn investiert. Und diese Investitionen sind richtig und wichtig. Man darf bitte nicht vergessen, wir haben in Hellbrunn eine der touristischen Top-Attraktionen in Salzburg mit 270.000 Besuchern jährlich. Hellbrunn hat eben diese wundersame Mehrfachfunktion, historisches Erbe, Tourismusattraktion und last but not least ein ganz wichtiges Naherholungsgebiet für die Salzburger Bevölkerung.